Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Kollegen Abgeordnete. Vorneweg, Gewalt gegen Frauen ist ganz klar ein Verbrechen, das sich in vielen Formen äußert. Sei es physische, psychische, sexuelle oder wirtschaftliche Gewalt. Hier herrscht breite Einigkeit unter uns allen. Verschwiegen werden darf aber auf keinen Fall, und da treten wohl die ersten Kontroversen auf, dass diese Gewalt in verschiedenen Kulturen und Gesellschaften mit eher archaischem Weltbild vermehrt auftritt. Auch und gerade hier bei uns in Deutschland eine klare Folge der Massenmigration aus nicht-mitteleuropäischen Kulturkreisen. Stichwort Ehrenmorde, Zwangsehe wie ein allgemein sehr patriarchalisches, ja gar machistisches Weltbild, welches manche Barbarei gegen Frauen unter einen pervertierten Ehrbegriff subsumiert und Gewalt gegen Frauen dadurch toleriert, fördert, ja sogar zum Verbleib in der Gemeinschaft der vermeintlich Ehrbaren verlangt. Ein Umstand, der in Ihrem Antrag, oh Wunder, sogar knapp angesprochen wird. Ein Weltbild, welches weit verbreitet ist, gerade im islamischen Bereich, in dem die Frau oft als unterstellt gegenüber dem Mann angesehen wird. Schockierend und gerade beispielhaft zu sehen bei der islamisch-islamistischen Machtdemonstration kürzlich in Essen, wo durch den Kulturkreis bedingt es nicht einmal dazu reicht, dass Mann und Frau gemeinsam gegen Juden in Israel hetzen, ungestraft dies Mittel in Deutschland. Dazu und zur Lösung später unter Top 8 mehr. Wieder zurück zum vorliegenden Antrag. Wie immer ein Antrag, der geschmeidig daherkommt, ein Ja, ob der glatten, cremig weichen Worte abnötigt, um nicht sofort in die Unmenschenecke gestellt zu werden. Aber im Grunde ist es leider nur eine weitere Zementladung zur Betonierung des woken linken Geschlechter- und Gender-Ideologie. Es wird von Gewalt gegen Frau geredet, aber das Ziel ist ein völlig anderes. Auf der einen Seite lehnt man überall eine der einzigen Gewissheit auf dieser Welt ab, dass ein Mann und eine Frau ist, und differenziert dies dann bis zur grotesken Unkenntlichkeit. Durch angebliche Geschlechtervielfalt, Genderwahnsinn etc. Auf der anderen Seite dann aber, wenn es darum geht, Frauen gezielt zu bevorzugen oder vor Gewalt zu schützen, dann gibt es für sie knallhart nur ein Kriterium. Das Kriterium, welches dann ausschließlich zählt und entscheidet, ist, was jeder Arzt aufgrund von Äußerlichkeiten bereits gleich nach der Geburt testieren kann. Das wäre nicht einmal schlimm, wenn sich zwischen den Zeilen nicht stets dabei eine strukturelle Männerfeindlichkeit einschleichen würde. Würde man genau mit den Vorurteilen hantieren, die wir gerne alle egalisieren würden. Mann stark, privilegiert und herrschend, Frau schwach, unterdrückt und benachteiligt. Ein guter Beleg, wie sich dieses Wording mittlerweile breit gemacht hat, war vor etwa 2 Wochen die Berichterstattung vom Grubenunglück in Kasachstan, bei dem in weiten Teilen der Woken-Presse von 45 Menschen bei Grubenunglück getötet die Rede war. Alles natürlich Männer. Hätte man diese Formulierung auch verwendet, wenn dies 45 Näherinnen in Bangladesch gewesen wären, 45 Menschen bei Brand in Textilfabrik getötet? Mit Sicherheit nicht. Oder bei dem Thema sexualisierte Gewalt in Kriegen. Da kommt einem nur in den Sinn, Mann missbraucht Frau. Haben Sie schon einmal die Berichte aus den Kriegen im Kongo und in Liberia gelesen? Da war sexualisierte Gewalt gegen Männer gang und gäbe und nicht nur dort und nicht nur zu dieser Zeit. Oder, wen wohl hoffentlich alle kennen, die Berichte des Thomas Edward Lawrence, besser bekannt als Lawrence von Arabien, der in seinen 7 Säulen der Weisheit sehr abmildernd beschreibt, wie er auf Geheiß von Hajim Bey, dem osmanischen Stadtkommandanten von Dera, nach dessen Annäherungsversuch, Zitat, zu viehig wurden, von Wachen abgeführt, Zitat, und ihm das Nötigste beigebracht wurde. Eine sehr milde Beschreibung, was Lawrence stark und ein Leben lang traumatisierte. Wie zu Beginn klargestellt, Gewalt gegen Frauen ist ein Verbrechen und muss in allen seinen Erscheinungsformen mit allen Mitteln verhindert und bekämpft und geahndet werden. Wir werden uns bei vorliegendem Antrag enthalten, da es hier nicht um die Sache geht, sondern Frauenelend vor den Karren einer woken Weltanschauung gespannt werden soll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.